Den ersten Anruf heute habe ich während eines Gesprächs mit meinem Scambeta-Kollegen Orkan von Callcenter Masche aufgenommen. Ich bin der Callcenter-Crasher und wünsche euch gute Unterhaltung mit diesem Video, das wie immer nach dem Intro beginnt. Viel Spaß! Tom, Sie haben sich gerade bei uns registriert. Und Sie haben auch Ihr Interesse an unseren automatischen Handelssoftware gezeigt. Herzlich willkommen bei Ulprofit. Und ich wollte mich erkundigen, ob Sie eventuell Fragen haben. Kann ich Sie mit etwas unterstützen? Ja, das können Sie. Und zwar ist es so, dass bei Ölprofit, ich wollte ja irgendwo einzahlen. Und bei Ölprofit kann man ja nirgendwo einzahlen. Da gibt es ja keine Kontonummer. Und das heißt, haben Sie eine andere Webseite, wo man einzahlen kann, oder wie funktioniert das? Normalerweise haben Sie eine E-Mail-Adresse eingetragen. Ich glaube, die ist aktuell, also fischmann911@web.de. Stimmt das? Das stimmt, ja. Okay, also wie möchten Sie die Investition erfolgen? Per Banküberweisung oder durch Kreditkarte? Ja, erstmal müsste ich genau wissen, was Sie anbieten. Es gibt drei Optionen. Also die erste Option ist durch eine Kreditkarte. Nein, ich möchte gerne wissen, was Sie als Portfolio anbieten Ihrer Firma. Ach so, Sie meinen, in was wir handeln? Zum Beispiel. Ja, also die künstliche Intelligenz, die wir besitzen, funktioniert in fünf verschiedenen Anlageklassen. In Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen. Also in fünf Anlageklassen handelt die künstliche Intelligenz. Aber die Mehrheit von unseren Kunden bevorzugen den Kryptohandel, da der Markt mit digitalen Währungen volatil ist und davon man auch sehr gut profitieren. Ja, und welche Kryptowährung bevorzugen Sie oder würden Sie mir raten? Also normalerweise, wir als Unternehmen haben wir uns auf die besten 20 die da wären. Währungen fokussiert. Und die sind beispielsweise Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano und so weiter. Sie empfehlen also, mir tatsächlich Bitcoin? Habe ich das richtig verstanden? Normalerweise, wir fokussieren uns in diesen Anwährungen. Ja, gut. Also Sie bieten mir also Bitcoin an. Können Sie mir sagen, wie der aktuelle Kurs vom Bitcoin ist? Ja, kurzen Augenblick. Also der aktuelle Kurs von dem Bitcoin ist über 62.000 US-Dollar. Na gut, wir sind hier nicht in den USA, wir in Euro, bitte. Kurzen Augenblick. Muss mich einloggen. Also normalerweise die offizielle Währung auf dem Finanzmarkt ist der amerikanische Dollar, aber ich sage Ihnen den Stand ja. In Euro. Momentan der Kurs von dem Bitcoin ist 56.851 Euro. Nee, das sehe ich schon anders. Also bei mir steht hier 57.491,83 Euro. Das heißt, sie sind nicht aktuell. Und außerdem, außerdem ist der Bitcoin ja relativ hoch. Und normalerweise investiert man doch in Kryptowährungen, wenn sie unten sind. Und Krypto ist ja nun relativ hoch. Das ist also der falscheste Zeitpunkt, in Krypto zu investieren, in Bitcoin zu investieren. Und das dafür, das haben Sie mir jetzt angeboten. Habe ich das richtig verstanden? Normalerweise, Sie können auch durch die künstliche Intelligenz auf fallende Kurse setzen, sozusagen. Also die künstliche Intelligenz basiert sich auf technische Analyse. Also das sind Kurse, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Aber wie Sie wissen, auch jedes politische Ereignis reflektiert auch auf den Finanzmarkt. Und deswegen werden Sie von uns einen Fachmann im Bereich Finanzen und Investitionen an Ihrer Seite erhalten, damit Sie so viel wie möglich von diesem Geschäft profitieren zu können. Und wir profitieren auch etwas von diesem Geschäft und unsere Provision basiert sich auf Ihren Kundengewinn. Und die Provision ist ab 3% von einem Kundengewinn. Nur vom Gewinn? Ja.
Gut, okay, das ist sehr interessant. Sie sagten irgendwie, Ihr automatisches System, ist das ein Indikator-Trading? Das ist eine künstliche Intelligenz. Ja, gut, nach welchem System arbeitet das, die künstliche Intelligenz? Ist das ein MT4. Auch der ist doch schon veraltet. Der ist doch schon veraltet. Es gibt doch den MT5 schon. Und es Ja, gerade aber in der Planung ist ja nun schon der MT6. momentan, wie gesagt, haben wir MT4, Das ist ja schon also wahrscheinlich. veraltet. Ist veraltet. Sie Ja. arbeiten dann mit veralteter Technik, ja? Es hängt von den Einnahmen. Also, falls Nee, wir nee, 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 nee. große. Es geht darum, dass Ihre Technik momentan schon veraltet ist. Ja, aber das spielt keine Rolle, Doch, wenn Sie natürlich spielt das eine Rolle. ein stabiles Einkommen aufbauen können, ohne sich darum zu beschäftigen, oder? Ja, nee, nein, es geht doch erstmal darum, wie Sie Ihren Roboter, also den MT5 einstellen. Und wenn das eine veraltete Technik ist, dann ist es immer veraltet, ne? Es geht. MT5 als künstliche Intelligenz wird uns auch mehr kosten, also mehr Ja, aber Ausgaben. das ist doch nicht mein Problem. Das ist doch nicht mein Ja, Problem. aber was erwarten Sie mit einer kleinen Investition Das von habe ich ja gar nicht, das habe ich ja 200 nicht gesagt. Euro? Von einer kleinen Investition habe ich ja nicht geredet. Aber ich sage Ihnen, falls Sie große finanzielle Möglichkeiten haben, bieten wir auch Hedgefonds an. Und die fangen ab 300.000 Euro an. Es gibt auch Hedgefonds, die wesentlich günstiger sind. Aber Sie sagen jetzt beim MT4, ne? Sie arbeiten sicherlich mit Stop-Loss und Take-Profit, richtig? Okay, Genau. gut. Kann ich bei einem Stop-Loss von 0,6 pro Aktienwert den Take-Profit einfach auf 2,1 setzen, wenn der Hebel auf 1,50 getradet wird? Oder brauche ich einen Upgrade auf MT5 dafür? Normalerweise, wir handeln durch Hebelwirkung Ja, und das habe ich ja Sie gerade treffen, gefragt. ja, und deswegen, Sie treffen die Entscheidung, mit welcher Hebelwirkung Sie Nein, nein, arbeiten nein, müssen. nein. Ich habe gerade gefragt, ob ich bei einem Stop-Loss von 0,6 pro Aktienwert den Take-Profit auf 2,1 setzen kann, wenn ich auf 50er getradet wird. Das habe ich gefragt. Ich glaube, das ist möglich. Ja? Okay, gut, okay. Sehr schön. Also Sie können mir nicht sagen, also auf welchem System also Sie machen kein Indikator-Trading, richtig? Nee, das Wissen Sie machen wir nicht. wissen Sie etwas vom Ibonacci-Indikator? Oder sind Sie ein Punktetrader? Sind Sie ein klassischer Schrankwandtrader oder was machen Ihre Firma? Wie gesagt, also normalerweise, wir beschäftigen uns mit dem täglichen Handeln. Ja, Also, das habe ich ja gerade hinterfragt. Wie wir. Ihr täglicher Handel pa passiert, das habe ich ja gerade hinterfragt. Sie konnten es ja nicht beantworten. Wie gesagt, also, wir fokussieren uns in Kryptowährungen. Also, da die Mehrheit Ja, ich habe doch von jetzt unseren speziell Kunden. dazu Fragen gestellt, die Sie mir nicht beantworten konnten. Herr Kamm, also ich sage Ihnen, sind Sie interessiert, sich das Geschäft Natürlich, auszuprobieren? Ja oder? ja, natürlich, deswegen frage ich ja. Wie ist denn Ihre Aber Performance Fee? Performance Fee, also Sie sprechen Performance über Fee. Verwaltung. Ja. Wie Wissen Sie gesagt, was? Wissen unsere. Sie, was eine Performance Fee ist? Ja. Dann erklären Sie Unsere mir einzige. mal, was Unsere eine einzige. Performance Fee ist. Kleinen Augenblick bitte. Ach, wissen Sie doch Unsere nicht. einzige Provision ist nur ab 3% von Ihrem Kundengewinn. Also nicht Unsere, performanceabhängig. genau, Aha, okay, das gut. sind die einzigen Gebühren, die Sie bei uns haben. Gut, okay, so, sehr schön. Und was für Swap-Gebühren nehmen Sie? Das müssen Sie normalerweise, nachdem Sie die Investition gemacht haben, mit Ihrem Finanzexperte Das möchte ich ja abgeklärt vorher wissen. werden. Das möchte ich ja vorher wissen, bevor Ja, ich aber investiere. ich sage Ihnen, also ich bin nur zuständig für die allgemeinen Fragen. Ja gut, Ich bin. dann können Sie mich bitte mit einem Finanzverwalter verbinden, dass ich dem die Fragen Das stellen kann. geht.
Ja, das können Sie natürlich machen, nachdem Sie die Investition Ja, getan Sie haben. glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich erst investiere, bevor ich meine Fragen beantwortet habe. Das würde ja kein normaler Mensch Aber tun. ein kleiner Augenblick, also ich bin ehrlich und direkt. Also Sie stellen mir so viel Ja, und Fragen, fragen Sie richtig, ein paar Fragen, von Millionen denen Sie keine Euro Ahnung haben. investieren werden. Fragen, von denen Sie keine Ahnung haben. Richtig. Sie können mir nicht eine Frage beantworten. Ich habe Ihnen beantwortet. Nee, Sie haben keine Frage beantwortet. Okay, also Sie verschwenden meine Zeit hier Richtig, kaum, das, also ich genau werde das Sie ist meine aus Absicht, unserem ein System. lustiges Video Ja, zu machen, das um dich als wusste ich. Betrüger bloßzustellen, weil du ein Idiot bist und keine Ahnung von der Börse hast. Genau das ist meine Absicht. Du bist ein ganz mieser Scammer. Du bist ein Du verschissener bist Scammer. und Und du ein bist dreckiger ein Betrüger. Arschloch. Ja, siehst du, und schon hast du bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Schon hast du bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Danke, dass wir ein lustiges Video über dich und deine Du bist komische kein Firma gemacht haben. Du bist So, fertig. Geil. Dem musst du immer nur schöne Fremdwörter um die Ohren hauen. Der hat keine Ahnung von nichts. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Frank Tag. Steven, Frank Steven am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Herr Ja. Martin? Herr Wunderbar. Martin ist ja ein Vorname. Mit wem wollen Sie bitte genau sprechen? Vorname Herr Martin und Familienname Jugendmann. Ja, dann bin ich Herr Oder? Jürgensmann. Wir kennen uns ja schließlich nicht. Okay, Herr Jugendmann. Es tut mir so leid, weil ich rufe Sie an wegen Ihrer Meldung und ich bitte erstens informieren, wie es geht mit unserer Plattform zum Handel, weil dazu es gibt auch Angebot. Ja, Kann ich anfangen? welche Plattform sind Sie denn überhaupt? Das haben Sie ja gar nicht gesagt. Die Plattform ist InvestJPM. Ihre Meldung steht am 9.05.2024 Ja, dann sind Sie aber um 9 sehr Uhr schnell. morgens. Dann sind Sie aber ganz schnell, wenn Sie jetzt schon melden. 9. Mai und jetzt ist Nein, nein, Monat nein, ich 10. wollte nur ihm sagen, wir haben ganze Zeit, ihm zu anrufen, sie waren nicht erreichbar. Doch, bin Und ich. Ich bin immer erreichbar. ich bin jetzt sehr froh, sie zu erreichen habe, weil ich bitte ihn, die informieren, wie es geht mit unserer Plattform zum Handel, weil dazu sie können erstes Mal probieren und testen für 14 Tage. Ja, Und, jetzt erzählen Sie mir doch erstmal, was Sie überhaupt anbieten. Die anbieten, es werde mit dem Mindestbetrag, Sie können Ihrem Handelskonto aktivieren, es werde 250 Euro und dazu Sie bekommen automatisch einen Bonus 125 Euro dazu. Das heißt, als Angebot, Sie können nur unseren Bonus benutzen für 14 Tage mit Online-Investitionen. Dazu, weil vielleicht, ich stelle nur bei Ihnen eine Frage. Haben Sie Erfahrung mit Online-Investitionen, bitte? Ja, erstmal wollten Sie ja jetzt informieren. Sie Okay, sagten, und dazu Sie bekommen, hallo. Sie ja, sagten, bitte. Ihre Webseite ist InvestJPM, richtig? Ja, genau. Ist das dann .com oder was ist das? Ne, ist nicht .com, ist investjpm.org. Ah, ja, okay. Und dazu, nach Ihrem Handelskonto ist aktiv, Sie bekommen automatisch 125 Euro, einen Bonus dazu. Und Sie werden zusammen mit einem Finanzexperten behandelt für 14 Tage. Weil er weiß, der Experte, wo können Sie Ihren Betrag erteilen auf dem Market zum Kaufen billiger und können Sie mit der Zeit teuer verkaufen. Das heißt, Sie werden für 14 Tage richtig Geld verdienen. Ja, und wie viel kann Wir ich da können. verdienen? Das weiß ich nicht, weil es gibt die Möglichkeit, wo können Sie vielleicht, Sie werden anfangen, erstes Tag mit 50 Euro Ihre Investitionen zum starten. Ja, Vielleicht Sie werden kommen. wenn Sie doch sagen, ich Das kann weiß sehr ich viel, nicht. Ich, wenn, das weiß darf ich ich nicht, bitte weil auch es. mal was sagen oder reden Sie den Ja, ganzen bitte. Tag? Nein, nein, reden Sie doch. Ja, Sie haben gesagt, ich kann sehr viel Geld verdienen. Dann sollen Sie doch sagen, wie viel Geld kann ich denn verdienen? Wenn Sie jetzt sagen, darf ich Ich bitte mal sage. einmal meinen Satz zu Ende führen, ohne dass Sie mich unterbrechen? Das ist sehr Okay, Entschuldigung. unfreundlich. Nein, Entschuldigung. Sie haben Haben Sie gesagt, recht.
Sie, ja genau, ich habe recht, dass Sie sehr unfreundlich sind. Ja. Also, Sie haben gesagt, dass ich sehr viel Geld verdienen kann. Was ist für Sie viel Geld, damit ich das einordnen kann? Viel Geld heißt so, wenn zum Beispiel mit Mindestbetrag 250 € und die Bonus in Gesamt 125 € in Gesamt komplett 375 €, wenn Sie komplett Ihren Betrag anfangen bei Online-Investitionen, Sie werden für 14 Tage mindestens bis 2000 und 3000 € gewinnen. Wenn überhaupt die zweite Möglichkeit, Sie werden nur 125 € anfangen mit Online-Investitionen. Sie werden als weniger als 2000 € Ihre Profite erreichen. Die andere Möglichkeit ist so, wenn Sie würden Ihrem Handelskonto mit 1000 € jetzt gerade, zum Beispiel, Sie bekommen 100% einen Bonus 1000 € und das heißt, Sie würden doppelt verdienen Ihren Betrag für 14 Tage. Es ist die Zeit, wo können Sie richtig Ihren Betrag anfangen bei Online-Investitionen. Deswegen, es gibt verschiedene Gewinn. Ja, gut, Die okay. Probezeit, erstes Mal, Sie können unser Bonus benutzen als Sicherheit und können Sie schauen als vertraulich. Und danach können Sie überlegen, nach 14 Tagen später oder mit uns weiterbleiben oder Ihrem Handelskonto erschließen und Ihre Profite für sich behalten. Ja, Erstes gut. Mal, Sie können anfangen mit Mindestbetrag 250 € und können Sie benutzen mit dem zusammen Finanzexperte. Darf ich jetzt wieder? Hört sich ja Ja, also, bitte. das Angebot hört sich ja sehr gut an. Wie kann man dann bei Ihnen investieren? Wie geht das genau? Ich kann Ihnen einen Link vorbereiten und benutzen Sie Online-Banking, wenn darf ich ihn fragen? Ja, Online-Banking benutze ich auch, ja. Okay, wunderbar. Dann Dann brauche wir ich können. ja keinen Link, dann brauche ich ja nur Ihre Bankdaten. Dann brauche ich Wir ja keinen. haben eine, wir haben die Möglichkeit über unsere Plattform, da können Sie machen. Aber das dauert nur 5 Minuten. Ich vorbereite den Link für Ihnen und wir machen Schritt für Schritt. Ja, dann schicken Sie doch erstmal den Link. Dann schauen wir Ja, doch mal. sofort. Ja, nur einen Augenblick bitte. Ich vorbereite den Link. Ja, wenn man also nach 14 Tagen schon seinen Gewinn verdoppelt kann. Ja, das möchte ich Ihnen erklären. Erstes Mal können Sie als Probezeit versuchen und zu testen unserer Plattform. Ja, das sagte ich ja gerade. So, haben Sie den Link schon geschickt? Einen Augenblick bitte. Sie würden bekommen mit meiner Vorgesetzten den Namen Robert Fischer. Ja, noch ist nichts da. Können Sie noch mal anschauen, bitte? Ja, noch ist keine E-Mail da. So, jetzt ist was gekommen. Ja, wunderbar. Ja, das ist ja jetzt nur die Webseite. Ja, da es gibt die Möglichkeit über unsere Plattform anfangen mit Ihrem Handelskonto zu aktivieren. Ja, wo denn? Wo finde ich das denn? Nur einen Augenblick. Und was steht vor sich, bitte? Die Plattformen können Sie stehen da, wo können Sie einloggen, bitte? Bitte, was bitte? Haben Sie jemanden, der besser Deutsch spricht? Ich verstehe Sie leider nicht. Vor sich jetzt gerade. Ich Haben Sie sehe bekommen die Plattform? Ihre Webseite, ja. Ja, auf der rechten Seite oben steht irgendwo einloggen, bitte. Einloggen, ja, steht da auch. Können Sie, ja, können Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und Ihre Passwort, es werde ein großer A, kleines B, kleines C, Nummer 1, 2, 3. Ihre Passwort. Welche E-Mail-Adresse habe ich da? Ihre E-Mail-Adresse steht martin.jugendsmann@email, mailbox.org. Ja. Sie können Ihre E-Mail eingeben. Ach so, das Passwort haben Sie mir. Sagen Sie mir dann. Große A, Ja. kleines B, kleines C,
Ja. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. 1, 2, 3. Ah, gut, dann loggen wir uns da noch mal ein. Wunderbar. So, und dann? Und dann können Sie. Wo steht, haben Sie da Vorsicht, wo steht Deposit now? Was? Versuchen Sie es doch mal auf Deutsch. Sind Sie jetzt mit Ihrem Handy auf unserer Plattform? Nein. Mit PC? Ja. Wunderbar. Steht da Deposit now? Ich habe es auf Deutsch gestellt. Warum steht da Deposit Now? Ich stelle auch in Deutsch, weil es steht in Englisch. Ja, eben, aber Augenblick. da steht ja, ich habe die Sprache der Webseite eingestellt. Darf Einzahlen, ich bitte mal auch einzahlen. da, hallo, darf ich Ja, mal bitte. bitte, ja, Sie unterbrechen mich dauernd. Also hier steht nun Deposit Now, obwohl ich die Sprache auf Deutsch eingestellt habe. Warum steht das da falsch? Ich habe vergessen, ich auch in deutscher Sprache erstellen, weil es steht auch bei mir in englischer Sprache. Ich Ach, habe Sie gerade haben die in. Webseite erstellt? Die Website ist unsere Plattform, wo steht Einzahlung. Steht da Vorsicht bitte Einzahlung? Ja, ich klicke da auf Deposit Now, aber passiert nichts. Da oben steht Einzahlung. Wo steht die Flagge in deutscher Sprache? Ja, aber ich denke, man soll auf Deposit Now klicken. Oh, ist die gleiche Möglichkeit. Ob bei Einzahlung, auch bei Deposit, auch Deposit Now, gleiche. bei Deposit Now hat nichts funktioniert. Da ist ja nichts passiert. Es ist eine schlecht programmierte Webseite. Können Sie bei Einzahlung einklicken? Ja, habe ich jetzt gemacht. Okay, und jetzt, was steht vor sich? Kreditkarte? Ja, da steht Zum Be Kreditkarte. Okay. Da steht, Sie haben zwei Optionen. Mit Skrill können Sie bei Skrill auf der rechten Seite klicken. Nee, mache ich nicht. Sie können selber Einzahlung, Auszahlung, jeden Moment, jede Zeit probieren und testen unserer Plattform. Wie habe ich vorher gesagt, Und Sie können benutzen unseren Bonus, Ihren Betrag 250 €, es würde bei Ihrem Handelskonto, wo Sie sind jetzt gerade, es würde Ihr Betrag da bleiben, nicht bewegen. Wenn Sie möchten, als mehr Profit erreichen, Sie können auch als Gesamt 375 € sofort anfangen, Online-Investitionen. Sie haben vieles Möglichkeit, wo können Sie Ihrem Trading anfangen. Ja gut. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, wenn, dass Sie Ja, machen Sie selber sagen die Ihre. ganze Zeit etwas. Das ist das Problem. Sie reden ja pausenlos. Also jetzt nochmal. Ja. Mit was kann ich bei Ihrer Firma handeln? Wie können Sie handeln, zum Beispiel? Was meinen Sie? Das habe ich Sie gerade gefragt. Mit was kann ich bei Ihrer Firma handeln? Hallo? Grüßen Sie, Herr Jungelsmann. Hier ist Robert Fischmann-Apparat. Ich bin der Vorgesetzte von Herrn Steven. Wie geht's Ihnen? Ach, der Herr Stieben konnte mir nicht sagen, mit was wir bei Ihrer Firma handeln können. Ist gar kein Problem. Ich kann Ihnen dafür weiter informieren, Herr Jungelsmann. So, bei uns, Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Es ist dann weiterher mit Kryptos, mit Aktien, mit Rohstoffen und normalerweise alle Finanzinstrumente, die Sie im Markt haben. Hallo? Ja, ich bin noch hier. Ja, Sie waren mitten im Satz, waren Sie weg. Ah, ich habe gedacht, dass Sie haben mich so ein bisschen durchgehört. Wie gesagt, Herr, bei uns, Herr, Sie haben die Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu arbeiten, wie Bitcoin, Ethereum, BNB. Sie wissen schon, Kryptowährung, ja? Habe ich aber wenig Interesse dran. Ich würde gerne mit Rohstoffen handeln. Mit sel ganz Rohstoffe. seltenen Metallen zum Beispiel. Ich würde gerne mit Seltsamium und Phantasium handeln. So, ich kann Ihnen ja sagen, so normalerweise diese Metalle, die Sie mir sagen, ich kenne die alle nicht. Ja, ich kann Ihnen sagen, okay, ja, wir haben wie Öl, wie Rohstoffe, wie Gold, normalerweise die am meisten erkennen Sie. Das kann ich Ihnen sagen, weil auch ich weiß das. Normalerweise später an mit dem Berater können Sie auch normalerweise besser sprechen, was für Rohstoffe dort ist, wo Sie interessiert ist, was er Ihnen raten zu investieren, weil es kann sein, die sind rare Metalle,
aber es kann nicht, ich weiß nicht, wie viel Wert sie haben oder wie gut das mit dem normalerweise ist mit der Finanzierung davon. Das bedeutet, ist es gut damit zu investieren, ist es nicht gut damit zu investieren? Ja gut, aber ich möchte ja nun speziell mit diesen beiden Edelmetallen arbeiten. Geht das bei Ihnen oder geht es bei Ihnen nicht? Sicherlich, es geht schon, Herr. Normalerweise, wenn Weil die Sie das nicht wissen, Finanzierung. also Selbstsamium und Fadasium kann ich handeln, ja? Ist das Okay, sicher? ich. Nur einen Augenblick, dass ich dann bis sicher dabei bin. Ich werde das für Sie durchsuchen. Können Sie bitte mir sagen, noch die Namen, die ersten Namen buchstabieren? Ja, Selbstsamium und Fantasium. Können Sie bitte mir das erste buchstabieren, Herr? Oh, sind Sie nicht so gut im Hören? Seltsamium und Phantasium. Ich will dann 100% sicher sein, das ist Siegfried, Emily, Ludwig, Siegfried, Nein, Anton, nein. Siegfried, ja? Ja, dann Siegfried, sagen Sie es mir. Emil, Ludwig, Theodor, Ja. Siegfried, Anton, Martha, Ida, Udo, Martha. Udo Martha. Okay, ich suche mal nur einen kurzen Augenblick. Bleiben Sie nur einen Augenblick dran, Herr, und ich werde Ja. das für Sie nachsuchen, okay? Ja. Vielen Dank. Sind Sie noch da? Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Diese beiden angeblichen Edelmetalle waren ein Vorschlag von euch, meinen Zuhörern. Scheinbar war dieser Betrüger dann doch einen Hauch zu pfiffig. Nachdem ich die Namen buchstabiert hatte, hat er einfach aufgelegt. Naja, ein Versuch war es wert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr hört euch mein nächstes Video wieder an. Bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crasher und zum Abschluss noch etwas Musik.